Moin Moin, mein Name ist Hanusch der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2 und werden jetzt dem Chaos weiter in den Allerwertesten treten. Der Sektor oder das System wird hart. Ja, weil ich letztes Mal ein bisschen genervt klang, liegt einfach daran, dass hier der Kollege ganz unter mir den ganzen Tag irgendwie bohrt. Der hat wohl keine Bohrmaschine mit Schlag. Jetzt, wo ich kurz am Überlegen war, ihn einfach runterzugehen und meine zu geben, hat er nicht gebohrt. Und jetzt, wo ich wieder aufnehme, fängt er wieder an. Ich glaube, der will mich ärgern. Egal, dafür stirbt das Chaos. Die 15. Black Legion. Hatten wir vorher nicht die 16. oder im letzten Video? Ne, die 13. war es nicht. Egal. Tod den Chaos. Hallo? Achso, wir haben geklickt. Obwohl es nicht einfach ist, können sie Feindfeuer abfangen, indem sie den Befehl wichtige Schiffe zu schützen. Hm? Ups, upsi. So einen Befehl gibt es? Die Gruftkönige kommen. Warum ist er schon getarnt? Ihr seid alle die Eins. So. Yes, my liege. Gehen wir auf. Rick hat erlaubt es den Schiffen innerhalb Einheiten dessen aktuellen Standort zu teleportieren. Ah. Wir können Teleport machen. Cool. All power to mobile units. Das ist nicht cool. I am the Twisted Sphere. Es ist sowas ähnliches wie. Ja, zum RAM können wir es nicht benutzen. Ich glaube, RAM sind die Schiffe auch gar nicht dafür angelegt. Was ist das denn hier? Blitzverbindung. Erzeugt eine Blitzverbindung zwischen den Schiffen. Um einen verbündeten Nekro über maximale Distanz von. Feindliche Schiffe, die den Blitz. Panzerung wird aber ignoriert. Kriegen Schaden. Auch sowas wie die Skarabeus-Schwärmen. Bloß viel besser. In größerem Radius, meine ich. Kugel der. Wiederbelebung, belebte Reittruppen auf verbündeten Necron-Schiffen. Ja, stimmt. Das war das Ätzende bei den Necrons. Ich weiß noch mal, ich habe vor Jahren mal gegen Necron-Spieler gespielt und der konnte immer würfeln, weil er irgend so einen Helden hatte, dass die wieder aufstehen, die Einheiten. War ein bisschen nervig. Ich glaube, ich habe sogar mit Tyranniden gespielt und die waren ja mit Beschuss nie so richtig geil. Und wenn ich immer einen rausgeholt habe, hat es mich immer gefreut. Und dann, zack, ganze knicken. So, die sehen mich schon, dann scannen wir mal. So. Feuer frei. Oh, da haben wir schon wieder einen Mann verloren. Schiffe weiter nach da. Ist der jetzt einzeln? War es jetzt nur ein Einzelner? Mach mal Blitzverbindung. Blitzverbindung! Ach, es geht nur mit einem Schiff oder was? Geil. Ach ja. Okay, das war das hier. Blitzverbindung. Sieht auf jeden Fall cool aus. What is your command? So, Skarabeus-Schwarm ist ja leider zu weit weg. Könnte man ein bisschen. Oh, der hat mein Schiff beschädigt, die Ratte. Die Ratte, die. How may I solve? Impossible. Cannot go. Truppenanschlag geht nicht.
Teleportieren immer. Entermanöver. Alter, ein Deck vernichtet bei mir. Ihr dürft alle schießen, genau. Ah, du musst dich ein bisschen reparieren irgendwie, mein Freund. Bitte auf die Waffensysteme, da tut mir ein bisschen weh. Ah, riesige Asteroiden kommen schon wieder. Aber ich glaube, das Problem hat sich gleich gegessen. Erwachen der Krieger. Was war das? Na. Bestimmt irgendwas, das wieder Leute auferstehen. Nicht schlecht. Ist meine Pyramide kaputt? Nein, die ist wahrscheinlich so. Sieg, ja. Gut, die ersten Kämpfe sind halt recht einfach. Weil wir sind noch in Überzahl. Das sollten wir auch nutzen. Aber später wird es, denke ich, mal kniffliger. Und sie dürfen nicht in den Nahkampf kommen, habe ich so das Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Armee langsam, aber dafür beschussstark ist. So, hier können wir nämlich auch so eine dicke Station bauen, das ist geil. Dicke Station ist dick, super. So, die anderen Systeme können wir irgendwie verbessern. Das können wir hier machen. Generiert mehr Ressourcen. Dafür bin ich ein Freund. Ressourcen finde ich super. Sind wir mal ein Plus. So. Senkt die Chaosbedrohung. Gewährt 200 Ressourcen. Bei der Plünderung. Wo kriegt man immer diese 200 Ressourcen? Wenn ich die dritte Stufe habe oder was? Was haben wir hier? Generiert mehr Ressourcen. Finden wir ein Schätzlein. Und ein bisschen Ressourcen. Und dann können wir mal gucken. Dynastie-Schatz. Vor 200 Ressourcen kriegen, wenn ich jetzt das upgrade. Nö. Vielleicht erst bei Stufe 3. Ich habe keine Ahnung. Entweder bei Stufe 1 oder bei Stufe 3. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall im plus 53 Punkte. Und das war der falsche Button. So, die müssen eh erstmal regenerieren. Was gibt es in diesem System? 14. Das ist ein bisschen wenig. Einheilung. Reparaturrate. Das würde ich aber gerne machen. Die Raumstation wird aufgestellt, um zentral eingenommene Gebiete. Ja, wie kann ich die einnehmen? Was brauche ich dafür? Zeit wahrscheinlich. Gut, dann beenden wir mal die Runde. Ja, der nächste Angriff wird auf jeden Fall wehtun. Die sind sogar sehr stark. Hier. Nur 400 Punkte, was haben wir so? 600, sind aber noch leicht beschädigt. Nur Verteidigungszwecken. Ich würde gerne diese Raumstation bauen. Muss ich da irgendwas noch erfüllen? Zur Verteidigung brauche ich das trotzdem. Falls die hier angreifen. Das andere mit der Rundenverzögerung wäre auch nicht schlecht.
Aber wir müssen hier irgendwie erstmal wieder ein bisschen Chaos töten. Na? Worüber? Weil vielleicht teilen sie sich dann auf. Ich würde mich. Mein Plan ist, wir töten die hier, ziehen uns zurück, reparieren uns. Hoffen, dass er, einer von diesem Sektor, hierhin fliegt, um das wieder einzunehmen. Dann können wir uns nämlich die einzeln schnappen. So mein Plan. Gucken, ob der aufgeht. So, rote Korsare haben wir dabei. Die Death Guard haben wir dabei. Dann, ja. Spürt das Chaos mal. Was für ein alter Necron. Man alles machen kann. In der Kampagne können Necrons Antike... Ja, wissen wir schon. Fliegen wir erstmal in den Nebel. Das Anführerschiff ist immer getan, kann er sein. Ach, jetzt sehen wir auch. Aber es ist nur ein großes Signal wahrscheinlich, darum sehen wir das wahrscheinlich schon. What is your command? Ihr seid die zwei. Relocating. How may I start? Und ihr beide seid die eins. Ich versuche jetzt mal. As you command. Ja, bis sie da sind, ist Weihnachten. Yes, my liege. Na, die fliegen direkt auf ihn zu. Ready to serve. Aha. Das eine Signal ist verschwunden und drei neue sind aufgetaucht. What is your command? Aber unentdeckt. I am the dearest to spear. Ach so, der gehört zum anderen Schiff oder was? Du, mein Freund, bist mal echt weg. Jetzt bist du gleich tot. Ich wollte meinen Schwarm haben. Wo ist mein Schwarm? Die Wärme kann das Schiffchen kaputt machen. Ah, wo konnte ich den Tarnmodus beenden? Du
Los, den da töten. Wir eine Kerne Krieger. So. Feuer frei. Angriffssieger, los! Kann man dich irgendwie zurückrufen? Notsprung! Warum bist du noch getarnt, mein Freund? So, Männer wiederbeleben. Hat man, glaube ich, gar nicht nötig, ne? Boarding successful. Frayed ones are feasting. So, bitte Bewaffnung. I am the Dynasty Spear. Wohl, eigentlich könnte man die noch leicht töten, indem wir jetzt da mal Truppen rüberschicken. Ne, da brauchen wir ein bisschen. Reaktiver Rumpf. Reaktiver Rumpf. Ach, hätten wir mal einen machen können. So, schicken wir die auch nochmal dahin. Ready to serve. There will be no escape. How may I serve? Alle Mann drauf da, damit endlich mal verschwindet. Also diesen Skarabäus-Schwarm liebe ich. Also wenn man den noch aufrüsten könnte vielleicht irgendwie, das wäre echt mega. Holt ihn euch. Dreh dich einmal um. Super. How may I serve? Canaltech swarms have breached the enemy vessel. Sollte aber langsam mal hier zu Ende gehen, mein Freund. Ich guck gerade, ob ich irgendwie Rumpfpunkte wiederherstellen kann. Sieht aber gut aus. So, vielleicht mal auf die Bewaffnung schießen, damit die mal kaputt geht da. Das nervt, wenn man das jetzt rückschießt. Deckschaden. Läuft. Ich bin mal gespannt, was es noch für andere Kreuzer gibt oder leichte Kreuzer. Von der Bewaffnung her, ob es da auch irgendwie Torpedo-ähnliche Waffen gibt oder
Ja. Generell vielleicht noch andere Bewaffnung. Ich weiß es nicht, was es da bei den Necrons gibt. Vielleicht haben die ja auch keine Torpedos oder so. Gruftrückruf. Die Truppen haben einen Notsprung. Ja gut, das haben wir ja gemacht. Ich wollte ja kein Schiffchen verlieren. Weil die müssen ja alle ihre Erfahrungspunkte kriegen. Damit es natürlich auch besser werden. So, jetzt haben wir natürlich keinen Punkt mehr, um zurückzuspringen. Aber ich denke mal, ja, der Feind wird uns das nicht gönnen, den Sieg. Und machen wir es mal einfach. Springen wieder zurück. Müssen uns ja eh ein bisschen reparieren und 544 haben wir. Können wir die noch weiter ausbauen? Strategische Position. Erlaubt es Ihnen, eine Raumstation zu bauen? Ah, wenn wir hier 300 haben quasi. Das rüste ich doch sowas von auf hier. Ich will unbedingt eine Raumstation. Weil wenn wir hier eine Raumstation und was Fettes haben, sind die anderen Sektoren geschützt. Quasi, die anderen Bereiche. Ach nee, andersrum. Systeme. Ich bin immer falsch rum. Das sind ja einzelne Systeme und das Ganze ist ein Sektor. Ich lerne es einfach nicht. So. Aber können wir vielleicht ein neues Schiffchen bauen? Oder was gibt es? So 93 Punkte hat die eine Flotte gerade hier noch frei. So viele Schiffe haben die gar nicht. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Also da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Gauss-Partikelwerfer. Blitzbogenbatterie. Blitzbogentürme und der hat dann halt Truppeneffizienz, Necron-Portale, Eiserner Wille. So, hier sind die ganzen Sachen reaktiv. Gauss-Partikelturm? Ja, Feuerwinkel 270. Grad. Also ich finde das jetzt ein bisschen wenig. Also bei der imperialen Armee oder generell bei den Menschen hast du drei Fraktionen. Die imperiale Armee hat sehr viele Schiffe, die Space Marines und die Leptos Mechanicus und die Tyranniden hatten auch recht viel durch unterschiedliche Bewaffnung. Und die Necrons sind ja echt easy peasy, die haben ja gar nichts. Bin ich ein bisschen. Also ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, jetzt kommt ja auch nochmal eine große Liste mit verschiedensten Schiffen und verschiedensten Varianten. Das ist aber nicht der Fall. Gut, wir könnten hier eine Flotte Schiff bauen, aber wir brauchen nur 93 Punkte. Können wir uns einfach nochmal einen Jackal. Was nun? Kann ich nicht machen? Bauen? Warum nicht? Wo ist jetzt das Problem? Achso, wir dürfen nur zwei Eskortschiffe haben. Da gibt es ein Limit. Aha. Das ist ja bescheiden. Na gut. Dann müssen wir leider warten, bis die Schiffe repariert sind. Oder bis wir endlich mal einen Ruhmaufstieg haben. Aber das Chaos schläft ja auch nicht. So ist es ja nicht, ne? Ich würde hier gerne nochmal gerne aufrüsten. Na gut, vielleicht können wir das hier verzögern. Dann verlieren wir es nicht unbedingt. Man könnte das noch einnehmen. 300, 450 grob.
Aber da würde ich hier echt gerne noch mehr Schiffe bauen, aber hier dürfen wir nur 2 Escort-Schiffe bauen. Schwierig, schwierig. Man könnte noch eine Flotte bauen, ja. Aber dann haben wir wieder kein Geld. Ich würde echt diesmal warten mit Flotten bauen, hier erstmal so ein bisschen die Städte ausbauen. Damit wir später mehr an Ressourcen kommen. Weil wenn ich ein Schiff baue, dann habe ich kein Geld mehr. Also dann 150, nein, lass es 2 sein, aber wir gucken einfach mal. Okay, es gibt hier Anführer. Stasisbombe, Blitzverbindung. Transdimensionaler Blitz feuert eine Energiekugel ab, die alle Schiffe in ihrer Flugbahn trifft, ihnen 200 Schaden zufügt. Das klingt geil. Das klingt geil. Hat auch nur er hier. Und der kostet uns auch gleich fast die ganze Flotte, du. Ich warte. Warten wir nochmal eine Runde. Ja. Chaos wird stärker. Also wir haben jetzt unsere Schiffe fast repariert. Komm, die Vitala könnt ihr euch noch behalten. Ich versuche jetzt hier Ihmchen anzugreifen. Bevor sich das auch noch da verbessert. So müssten wir ja in Überzahl sein. Nicht so stark in Überzahl, aber vielleicht lässt sich da was machen. Und ich wäre ganz geil, wenn beide nicht zusammen angreifen. Wenn die Flotten einzeln kommen, könnten wir sie einzeln zerstören. Dann haben wir nämlich den Augenblick quasi unsere komplette Armee gegen eine Hälfte von ihnen. Das wäre ganz geil. Wenn die natürlich zusammen angreifen, dann werden wir zwar gewinnen, aber wir werden Verluste einstreichen. Und ich möchte jetzt in der Anfangsphase keine starken... Oh. So eine Mission ist das jetzt auch noch. Warum ist bei denen immer Tarnung aktiviert? Muss das so? Tut das so Not? Lass mal alle immer Frontwaffen, ne? Weil die schießen, fliegen ja geradeaus und so, ne? So. So. Du bist meine Nummer 3. Ne, 3 habe ich gesagt. So, ihr seid meine Nummer 2. Schade, dass man sie nicht mehr Punkte zuweisen kann. Immer nur so ein Punkt. Das finde ich ein bisschen bescheiden. Aber man kann ja nicht immer alles haben, ne? Wir sagen mal Start und gleich auf Pause. Ich hätte gern, dass du dich dahin beamst. Ihr beamt euch weiter nach da. Und da. Und ihr macht die Schleichfahrt hier hin. Gute Reise. So, dann kannst du mich gleich da reinfliegen. Du dahin. Ich überlege gerade, ob wir jetzt nochmal auf Schleichfahrt umgehen können. Schleichfahrt. Und Schleichfahrt. Da ist ihre eine Flotte. 2 Signale. Könnte wirklich sein, dass sie sich aufteilen. Das könnte für uns ein Vorteil sein. Entweder wir sehen nur 2 Punkte, weil es die großen Schiffe sind, oder... Boah. Das Geile ist, wir können jetzt die beiden eigentlich hier schön in Angriffsmodus schicken. Ich mache hier einfach mal... Ah, ich wollte eigentlich deaktivieren. Dann mache ich Schleichfahrt. Ich glaube, der eine hat immer dauerhafte Schleichfahrt an. Weil die, wenn wir die jetzt irgendwie geholt haben, die müssen wir gar nicht bewegen. Wir machen einfach Massenrückruf. Aber wir kriegen ja nicht alle, weil eine Einheit gehört den anderen. You have seized a strategic area. Egal. Wir machen es trotzdem.
The enemy has seized a strategic area. Brauche ich euch ja nicht mal einzeln, jetzt seid ihr die zwei. Wo, wenn die zwei das gleich eingenommen hat, würde ich die gleich zu den hinteren Punkt von denen schicken. Oh, warte mal. Jetzt mache ich mit denen. Bleibt mal die drei. You have seized a strategic area. Und beam dich mal gleich weiter. Und flieg hier hin. I serve your glory. Kommt da mal hin. Die fangen uns auch nicht ab, die wollen einfach zum nächsten Punkt. Ready to serve. Ah, nicht durchs Asteroidenfeld, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Moving. You have seized a strategic area. So. I am the Dynasty Spear. Und seid ihr jetzt die Eins? Yes, my liege. Jetzt geht's auf Konfliktkurs. Haben wir auf jeden Fall schon mal die wichtigsten Punkte. The enemy has seized a strategic area. Das sind bestimmt auch 5 Schiffe oder sowas. Es wird nicht wenig sein. Sie kommen auch auf uns zu. Das eine wurde identifiziert. Super. Feuer frei. Und gleich Kampfjäger drauf. Schön drauf da. Seitlich beschießen. Skarabeus-Schwarm aktiviert. Das war echt sein Untergang. Ach, ich liebe Skarabeus-Schwarm. Ich liebe ihn. Ich finde ihn wirklich richtig geil. Von dem Effekt her und dass er uns heilt und die Gegner verwundet. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Ist einfach geil. Boah. Der andere sieht gleich echt scheiße aus. Inferior vessels sighted. You have accumulated 25% of strategic points. Komm mal wieder hier weiter rein. I am the Dynasty Spear. What is your command? Frontbewaffnung. You have seized Feuer auf ihn. Strategic area. Du auch mal bitte auf den da. Oh, der eine. Ah, jetzt verstehe ich das mit dem Blitzbogen. Alles, was dazwischen ist, wird geschlachtet. Das ist ja eine richtig geile Waffe. Die habe ich ja jetzt erst erkannt. Scheiße, ist sie geil. Wieder auferstehen. So, du darfst auch schießen. Mit seitlichen Waffen, wenn du möchtest. Wenn du nah dran bist. Wenn ich mach die vorderen. What is your command? So. Motive units fully engaged. Und Enter-Manöver. Ach, ist das schön. Das mit diesen Springen und so, das ist sowas von geil. So, komm. Nicht schüchtern sein. Das ist nur das Chaos. Die wollen nur kuscheln.
Vex swarms have breached the enemy vessel. I am the Dynasty Sphere. Was ist denn gerade? As you command. Zerstreuter Blitzbogen. What is your command? How may I serve? Ah ja, ja, Deck beschädigt. Ready to serve. Vielleicht mal da die Waffensysteme langsam killen. Da geht mir sowas auf den Sack da. Okay, dann vielleicht. I serve your glory. They are doomed. Ja, wir hätten mit dem Skarabäus-Beschuss, Skarabäus-Schwärm hier mehr auf ihn warten sollen. Aber ich wollte mal ein bisschen meine Schiffe reparieren. Weil die kriegen es ja von beiden Seiten und ihr kriegt es nicht geschissen, den da zu töten. Das gibt's doch nicht. Massenträgheit wird nicht mehr weil er beschädigt ist. Scheiße. Oh, oh. Wo ist das andere Schiff hin? Getarnt? Weg? Nee, es ist getarnt. Es hilft nicht, wenn ich es kaputt gehst. Wozu gestört? Sie ist zurück, mein Freund. You have accumulated 75% of strategic points. Hallo, Rückzug. Mir fehlt das Schiff zur nächsten Grenze. Nee, ich wollte eigentlich das ein. Inferior vessel sighted. Ach so. Also jetzt macht ihr nochmal platt da, verdammt. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Der kann nicht mehr springen. Attacke! You are close to victory by strategic points. Inferior vessel sighted. Relocated. Er hat keinen Skarabäus-Schwarm mehr. Energy to recoalescence. Los, Antriebe zerstören. Alle Mann seitlich schießen. Entermanöver haben wir nicht mehr, ne? Nur noch Blitzschlag hier. Schade. Der andere hat wohl gemeutert oder so. Wir haben gewonnen. Auf jeden Fall. Haben kein Schiff verloren, oder? Ich glaube, das andere hat sich ja nur zurückgezogen, indem es durch die durch den Rand geflogen ist, durch das Spielfeldrand. Durch den Befehl ermutigen Gerede kann ihr Schiff schnell von der Einbuße der Moral. Bla bla. So. Wir brauchen noch etwas über fast 500 Punkte Ruhm, damit wir unsere Flotte mal verbessern können oder mehr neue Schiffe bauen können. Ach, ich wollte gucken, ob wir ein Schiff verloren haben. Verdammte Axt. Nee, haben wir nicht. Gut, das war's. Hier soweit. Machen wir Runde beenden. Diese Schweine bewegen sich auch nicht aus ihrem System raus. Das kotzt mich gerade so ein bisschen an. Ja, komm. Komm mal hierher. Zack. Auch. Hier können wir nichts weiter upgraden.
Hier könnten wir jetzt auf 150 uralte Dynastie und dann hätten wir auch den Schatz vielleicht. Testen wir das mal. Vielleicht ist der größte Beschiss ever. Ich weiß nicht, gewährt Ressourcen, wenn diese zum ersten Mal eingenommen werden geworden ist. Ach so. Also habe ich die schon bekommen? Oder kriege ich sie erst bei Stufe 3? Ich bin mir da unsicher. Ich glaube, ich habe das schon mal testen wollen, aber ich glaube, bei Stufe 3 habe ich es nicht bekommen. Das heißt, wahrscheinlich, wenn wir es einnehmen. Aber da achte ich nie drauf. Ich dachte, das gibt es immer so als Belohnung. Hier generiert noch mehr. 60 Ressourcen pro Runde. Und hier generiert 120 Ressourcen pro Runde. Das ist gar nicht so doof. Vielleicht dann das doch erstmal zu abzugraden. Und ich mach's hier einmal. Kann sein, dass wir die 150 bekommen haben. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was wie viel Geld wir hatten. Scheiße. Egal. So, dann machen wir es hier auch nochmal. Und dann gibt es 120 pro Runde. Nice. Und hier machen wir auch nochmal 200 pro Runde. Dann haben wir hier richtig Geld mal. Das hätte ich damals bei den Tyrannien auch gleich machen sollen, glaube ich. Erstmal hier ausbauen, damit du hier schön Ressourcen kriegst. So. Die Schiffe müssen eh reparieren. Ach, jetzt. Fuck you, ey. Jetzt haben wir hier zwei Systeme, wo nur zwei Schiffe rein dürfen. Wenn wir da, dann müssen wir einen Ruhm ausbauen, um mehr Schiffe mitzukriegen. Dafür brauchen wir Erfahrungspunkte, dafür müssen wir kämpfen. Dass wir auch nur drei oder zwei Eskortschiffe mitnehmen dürfen, dass das so ein bisschen begrenzt ist, finde ich auch ein bisschen schade. Geh nochmal bei so einem Anführer rein. 97 Punkte haben wir. Wie viel kostest du denn? Wie viel? Ist das hier die 194? Das war ja eigentlich, wie viel das Schiff kostet. Aber wie viel Führung nimmt das weg? Wo stand das? Oder war das auch gleich Führungspunkte? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Aber wohl, es wird ja, wir können es ja kaufen quasi. Also nimm mal das so einfach mal. Blitzbogen-Batteriewaffe. Gauss-Batterie-Emitter. Komm, was kostet die Welt? Jetzt haben wir nämlich einen Punkt zu viel. 101 Punkt zu viel. Kacke. Ah. Scheißendreck. Es bringt auch nichts, wenn wir die beiden Escort-Schiffe wahrscheinlich verkaufen, oder? Ich bin gerade ein bisschen blind. Wo sind denn... Aber wir dürfen jetzt hier... Warte mal, warum darf ich hier Escort-Limit 4 Schiffe machen? Und beim anderen waren gerade nur vorhin 2. Das wundert mich gerade. Flottenwert. Wir müssen den Flottenwert erhöhen. Oder steigt der Flottenwert, weil wir mehr Linienschiffe haben? Ein Linienschiff, zwei Escortschiffe. Kann das sein? Ja, das ist voll so. Das ist doch Schitte. Was ist, wenn ich den jetzt einfach mal eliminiere? 59 Flottenkapazität. Wo sehe ich jetzt, wie gut die Schiffe sind? Nicht in diesem Menü. Nämlich beides Jackals. Ich übersehe irgendwas. Ich habe das Gefühl, ich übersehe irgendwas. Irgendwo muss doch stehen, wie viel Führungspunkte oder Flottenwert dieses Schiff hat. Oder sind das wirklich 189? Aber das ist ja das Goldsymbol, ne? Das Geldsymbol. Ich bin gerade ein wenig verwirrt.
Nur ein wenig. Das ist ein Kreuzer. Den Kreuzer könnten wir rein theoretisch bauen, aber hier, aber die Stufe 2 fehlt uns ja. Ach ja, das Leben. Ich riskiere es einfach. Jackal, sag mal tschüss, ne? So, jetzt haben wir 152. Oh. Der andere ist 55. Ich teste jetzt einfach nochmal. Ich kaufe jetzt nochmal den. Ja, fuck you. Das ist bestimmt auch gleichzeitig der Flottenwert. Genau. Das nimmt man nämlich da nämlich zu viel. Nehme ich den Jackal weg. Ja. So, jetzt haben wir 56. Können wir den nehmen. Und bestätigen. So sind wir auf 400. Das heißt, wir müssen das selber hier auch machen. Die Jackal-Schiffe wegnehmen. Oh, ich brauche noch Geld. Oh, reicht. Nee, dich könnte ich eigentlich behalten. Ich brauche nur den. Der muss weg. Und... Was für ein Schiff habe ich vorhin gekauft? 155. Da passt es hier absolut nicht. Ah, weil er hier schon diese teure Variante hat. Wir hatten bestimmt bei dem anderen hat man die Variante. Die ist wahrscheinlich günstiger. Fuck. Fuck, 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 fuck. Und wir kriegen, egal was wir machen, nur ein zweites Escortschiff. Na gut, dann nehme ich das eine wieder zurück. Hätte ich es mir hier echt sparen können. Shit. Gut, dann sind es trotzdem, sag mal, 700. 700 und der hat hier alles voll ausgerüstet. Hilft aber nicht. Dann müssen wir das jetzt einnehmen. Und das machen wir nächstes Mal. Und dann hoffen wir, dass wir genug Ruhmpunkte kriegen, um unsere Flottenkapazität zu steigern, damit wir mehr Kreuzer kriegen. Und dieser Kettenblitz. Also ich... Das ist richtig geil, dieser Kettenblitz. Wenn man den wirklich durch so eine Feindflotte führt, dann kriegen die echt dicke Schaden. Das ist, also wenn ich das so richtig beobachtet habe, scheint das wohl zu sein. Ich habe das falsch verstanden wohl. Weil ich dachte, das eine Schiff gibt dann einem anderen Schiff mehr Energie, dass das mehr schießen kann oder so. So habe ich mir das gedacht oder so. Na egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Infos habt zu den Necrons, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ich kenne mich mit dem Volk absolut nicht aus. Ich weiß, dass sie vor ein paar Jahren so ein bisschen so einen ägyptischen Stil gekriegt haben. Das fanden einige damals nicht so toll, die Modelle, aber ich kann bisher damit leben. Ich finde nur schade, dass es so wenig unterschiedliche Schiffe gibt. Aber das soll uns ja nicht stören. Wir eliminieren einfach mal alle. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.